Hallöchen. Hallo weiß nicht, kurz vor zwei. 2:03, ganz pünktlich. Wir sind just in time. Und jetzt beginnt unser Urlaub, Schatz, ja? Ja. Wir machen uns jetzt auf den Weg Richtung Niederlande, um morgen früh irgendwann bei der Fähre zu sein, die uns nach Texel bringt. Yes, wir haben ein bisschen geschlafen. Ich habe es zumindest versucht, jetzt noch mal ein paar Stündchen aufs Ohr gelegt. Ich habe hier die Option, mich lang zu machen auf dem Sitz. Ich kann den nach hinten leiern. Till fährt durch die Nacht, das ist unser Fahrer durch die Nacht. Und wir hoffen in der Nacht eigentlich gut durchzukommen. Ne? Davon gehe ich aus, ja. Alles klar. Wir werden uns sehen. Dann bleibt dabei. Auf geht's. Moment sind wir mit auf diese Fähre gerutscht. Eine Minute vor halb, also wirklich noch im letzten Moment. Sonst hätten wir eine halbe Stunde warten müssen, wäre jetzt auch kein Beinbruch gewesen. Null. Wir waren super schnell. Es ist 7:30. Super schnell da. So früh war ich noch nie hier und die Fähre ist quasi leer. Ich erinnere mich an meinen letzten Trip vor, jetzt 6 Jahre glaube ich her, da war die hier proppenvoll, diese Fähre. Also, aber nicht um diese Uhrzeit. Nein, nicht um diese Uhrzeit. Naja, gut. Schauen wir mal, wie sich das jetzt so weiterentwickeln wird, ob wir weiterhin Glück haben. Also ich sehe, da hinten ist eine Regenwolke gerade, aber da drüben, wo wir hinfahren, sieht es eigentlich ganz nett aus. Ja, ein bisschen frisch ist es, ja, muss man sagen, aber es soll besser werden. Richtig, kann nur besser werden. Da es ja noch so früh ist, machen wir uns jetzt gerade zu Fuß, also wir sind mit dem Auto natürlich hierher gefahren, aber wir machen uns jetzt vom Parkplatz aus zu Fuß in die Innenstadt von Den Burg und wollen mal schauen, ob wir da nicht irgendwo frühstücken können. Ja, das wäre schön. Ja. Ich hatte meinen ersten Kaffee auf der Fähre, das war wundervoll. Ich fühle mich fit. Ja, eigentlich. Ich bin im Moment auch Wahnsinn. Noch erstaunlich fit, obwohl ich jetzt irgendwie 6 Stunden Auto gefahren bin, aber ist alles gut. Ah, heute Abend werden wir ins Koma fallen, wenn wir dann in unserem Zeltchen liegen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir Poffertjes kriegen, Schatz. Na, die werden wir jetzt noch nicht kriegen, aber und später. Ja, bald. Richtig lecker war das jetzt. So kann der Tag starten. Also ich meine, ich kann es immer noch nicht sagen, wie viel Glück wir jetzt gerade hatten mit der Fähre. Und dann hierher zum Bäcker und jetzt schön gefrühstückt. Ja. Und ja, jetzt so langsam ist der Markt hier auch aufgebaut. Genau. Jetzt werden wir ein bisschen über den Markt schlendern. Kommt ein bisschen die Sonne raus. Ja, ein bisschen. Gewöhn dich nicht dran, nachher regnet es. Wahrscheinlich werden wir das Zelt aufbauen. Aber egal, wir sind jetzt im Urlaub. Thank you.
Jo, der Markt füllt sich langsam. Es ist ja quasi auch das, was wir irgendwie so vorhatten. Wir haben ja gesagt, montags ist in den Burgmarkt. Yes. Dann könnten wir das doch vorm Zeltaufbau machen. Und ja, wir haben es geschafft. Bang. Wir haben es super geschafft. Wir sind mega zu früh. Wir werden dann mal versuchen, ob wir früher auf den Platz kommen. Ja. Um aufzubauen. Mal schauen, vielleicht geht die Schranke auf, wir wissen es nicht so genau, aber wir testen es mal aus. Ja, auf jeden Fall, weil es wäre schon schön im Trockenen aufzubauen. Dann kann es ja von mir aus mal kurz regnen, das ist mir egal, aber dass das Zelt auf jeden Fall mal steht. Ja, alles bekommen, was wir wollten. Poffertjes und Angie einen Eimer. Und jetzt hat es ein kleines bisschen geregnet, aber nur kurz. Der Eimer hat mir gute Dienste geleistet. Ich habe ihn schon auf dem Kopf gehabt. So, und jetzt gucken wir, ob wir auf den Platz kommen. Ja, das ist eine Idee. Also, ab zum Campingplatz. Angekommen auf dem schönsten Campingplatz der Welt. Unser Platz ist direkt da. Den werden wir jetzt gleich begehen und unser Zelt dahin schmeißen und aufbauen. Tschakka! Wir konnten tatsächlich früher auf dem Platz, weil der Platz leer ist. Was natürlich sehr praktisch ist für uns, weil im Moment haben wir es scheint die Sonne so ein bisschen. Ist ja, geil, nutzen wir jetzt die Zeit und bauen erstmal auf. Genau, und dann kümmern wir uns um Fahrräder. Das Zelt ist aufgebaut. Hier steht es. Es ist allerdings ein bisschen regnerisch gerade gewesen. Das heißt, wir haben das Zelt aufgebaut und haben es gerade so im Trockenen aufgebaut und sind dann quasi rein, um drin ein bisschen zu machen. Aber ja, alles in allem ein bisschen nass. Es tröpfelt jetzt auch gerade. Wir fahren jetzt das Auto runter vom Platz und dann holen wir uns noch ein paar Sandheringe, weil da habe ich zu wenig von meinem alten Zelt. Und naja, wenn wir schon im Örtchen sind, gucken wir mal, ob wir direkt die Fahrräder irgendwie geliehen bekommen. Erster Tag ist halt stressig. Ich bin echt gerade noch so ein bisschen sprachlos, dass ich noch nicht todmüde bin, aber wir werden sehen. Gut, schneller Cut war das wahrscheinlich, weil ich nichts zwischendrin aufgenommen habe, aber wir haben unsere Holzheringe, 20 Stück, damit sollten wir auskommen und jetzt gehen wir uns Fahrräder holen. Wir haben uns schon erkundigt, was sie kosten für die Woche. Und wir haben es sogar schon verglichen. Wir haben jetzt einen Laden gefunden, wo sie 5 Euro günstiger sind. Pro Fahrrad. Genau. Deshalb holen wir uns jetzt E-Bikes. Kosten 80 Euro die Woche. Ja. Finde ich, das ist ein fairer Preis für die Woche. Und ja, dann fixe ich Angie mal so ein bisschen an mit E-Bike. Uiuiui. Wir sind wieder im Zelt und wie man hört, es regnet. Ja, ist jetzt aber nicht dramatisch, weil das war auch heute gemeldet. Aber wir haben alles erledigt. Also wir haben jetzt das Zelt richtig abgespannt, so halb. Wir haben die Fahrräder da, wir haben also E-Bikes geholt. Und jetzt muss ich hier mal nur so ein bisschen beobachten, weil hier teilweise doch Tropfen im Zelt sind. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die mit reingebracht haben oder ob es von der Decke tropft. Aber kriegen wir in den Griff, das kriegen wir alles hin. Ich trinke Wein so lang. Cheers. Boah, die Luftfeuchtigkeit, ich sehe aus, ja, ich krieg so lauter, ich sehe gefisselt Schweinslöckchen, genau. Genau. Wir waren hier gerade essen im Lacos heißt das, Restaurant und haben hier sehr gut gegessen, muss sehr, ich sagen. Sehr, sehr gut, eine Platte für zwei. Und genau, war so eine Fleischplatte mit Pommes und Salatbeilage und verschiedenen Sößchen. Und das Fleisch war auf dem Punkt, alles. War wirklich sehr gut, nicht überteuert, absolut in Ordnung, finde ich. Ja. Man darf nicht vergessen, dass wir hier in einem Touri-Städtchen auch so sind. Genau, ne? Das hier ist alles reine teuer hier.
Aber es war gut und wir können es empfehlen. Wir waren hier auch früher schon mal zum Essen gewesen, ne? Ja, wir waren ja schon mal vor Vlog-Zeiten, waren wir schon mal ein Wochenende hier zusammen. Richtig, richtig. Und da waren wir hier auch essen. So. Genau. Gut. Und jetzt versuchen wir nochmal den Tag abzuschließen mit einem Besuch am Meer. Und dann ist auch heute echt Schluss mit lustig. Dann sind wir müde und dann müssen wir ins Bett. Also, ab zum Strand. Wieder weg vom Strand. Jetzt kann man uns zumindest wieder hören. Es ist so traumhaft schön. Ihr seht, die Sonne ist rausgekommen. Und ja. Heute haben wir dieses Spiel von dunklen Wolken, Sonnenschein und ein Stück blauem Himmel. Und ja, das verheißt uns eigentlich was Schönes für die nächsten Tage. Mit Sicherheit, ja. Also besser kann es nicht sein. Also wie jetzt? Nicht wie vorhin. Wo es die ganze Zeit geregnet hat. Nein. Aber hey, erster Tag, alles gut. Wie gesagt, morgen beginnt ein neuer Tag. Ich bin gespannt, ob meine Schuhe wieder trocknen. Ja, Till. Alles für den Shot, ne? Alles für den Shot. Einmal voll in der Welle gestanden. Na gut, das soll es für heute gewesen sein. Es reicht. Morgen ist auch noch ein Tag und jetzt dürfte man uns sowieso nicht mehr hören. Also von da an, bis morgen. Ciao. Ciao.